Heute gibt es eine sehr große Kontroverse. Gab es den ersten Kuss oder ist doch alles eine Lüge? Es gab auf jeden Fall einen Moment, da wo man sich küssen hätte können. Und wenn wir dem Adrian glauben wollen, dann gab es auf jeden Fall beim Einzeldate einen Kuss, oder? Nee, es war halt ein sehr, sehr intimer. Es war halt ein Kuss, sehr, ja oder nein? Aber es war ein Kussesgefallen. Ja, sagen wir so. Und das ganze Thema ist dann am Ende in der Nacht der Rosen eskaliert. Oder du hast mich, du hast mich und dich gerade lächerlich gemacht. Danke dir dafür. Du hast mich gerade vor ganz Deutschland blamiert. Ich wollte es nur vielen lieben nur Dank. Vielen lieben Dank, Bro. Dankeschön. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Bachelorette ist wieder am Start und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Wenn ihr Lust habt, die ganze Folge zu sehen, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist natürlich wie immer der Link. Ansonsten läuft die Bachelorette natürlich auch mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video unterstützt. Die Bachelorette ist bei mir ja ein bisschen am Floppen, aber ich habe trotzdem Lust, das Video zu machen. Und deswegen würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir viele Kommentare schreibt und vielleicht auch eine Bewertung dalasst. Und vielleicht ein Abo. Weil wir sind jetzt wirklich kurz vor den 9000 Abonnenten. Und jetzt geht's auch schon los. Und mit welchem Thema? Ja, die Jenny, die ist Mama. Mir ging es letzte Woche ja nicht so gut zum Schluss. Ich war sehr traurig und habe auch Keksi vermisst. Ich habe die letzten Tage aber viel, viel Zeit mit ihm verbracht. Aber Keksi geht's gut und der Jenny geht es gut. Und ich freue mich ja auch, wenn ich die beiden sehe und die beiden glücklich sind. Und ich gönne der Jenny das auch wirklich von ganzem Herzen. Wem es nicht ganz so gut geht, das ist der Adrian. Der macht nämlich ein bisschen dumme Sachen. Boah, du blutest unnormal, Digga. Hier Nase und oben. Der hat das gar nicht realisiert in dem Moment. Und man hatte jetzt keine richtig guten Bilder davon, aber der Adrian ist mit seiner Nase auf dem Poolboden aufgeschlagen. Und dementsprechend hat er sich dann erstmal auf den Weg gemacht zum Doktor. Warum soll ich jetzt für mich nicht darauf ein, dass nur weil sie ein Kind hat? Vielleicht ist sie ja genau die Richtige. Und du lässt sie nicht auf ein, weil dir der erste Gedanke, oh, sie hat schon ein Kind. Und du verpasst gerade die wichtigste Chance in deinem Leben. Oder die beste Chance in deinem Leben. Und wie ihr seht, auch in der Villa, die Männer sind die ganze Zeit dabei, auch darüber zu reden, wie das denn jetzt ist mit einer alleinerziehenden Frau. Ob man das denn machen soll oder nicht. Und ja, es ist ein Thema, das alle wirklich beschäftigt. Ach, und dann ist übrigens Adrian wiedergekommen. Schon voll auf Drugs, ja. Wie? Ja, die haben mich mit allem voll gepumpt, Bruder. Warum? Ich hab Gehirnerschütterung, alles. Als ob. Ich schwöre es dir. Von dem kleinen Ding. Ja, ja. Gehirnerschütterung ist auf jeden Fall schon mal sehr unangenehm. Ich glaube, die Nase war glücklicherweise jetzt nicht gebrochen, aber trotzdem hat er eine richtig volle Ladung Medikamente mitbekommen. Ich muss Antibiotikum nehmen, so eine Salbe bekommen, so eine Muscle Relax, Tabletten, damit mein Gesicht sich nicht verzieht und sowas. Die hatten halt Angst, dass meine Nase gebrochen ist. Und ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, warum er eigentlich ein Antibiotikum verschrieben bekommen hat. Aber ich habe da mal gegoogelt und man macht das wohl vorsorglich, damit halt in dieser Wunde in der Nase dann nicht irgendwelche komischen Dinge entstehen, die da nicht entstehen sollten. Fand ich auf jeden Fall auch durchaus interessant. Weiter geht es dann damit, dass das erste Gruppendate ansteht und die frohe Kunde darüber hat heute einen Hund namens Popcorn überbracht. Was sagt ihr zu meiner kleinen Freundin Popcorn? Seid bitte liebe Gastgeber und kümmert euch gut um sie. Sehr lange kann die kleine Postbotin allerdings nicht bleiben, denn sie muss bald schon wieder los und wird fünf von euch zu mir bringen. Und es war auch kein Zufall, dass Popcorn, der kleine süße Hund, die frohe Kunde überbracht hat, denn es geht heute auf ein Date, bei dem ganz viele Hunde dabei sind. Das ist ja mal eine Überraschung. Ja, ne? Ach was. Hey, Buddy. Hi. Wir machen einen. Was ist denn mit dir passiert? Alles gut, ich bin nur gestürzt. Okay. Brauchst du keine Sorgen machen. Okay. Wir machen einen Hunde-Agility-Parcours. Jeder bekommt einen zugewiesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war tatsächlich auch mal eine relativ lustige Idee. Ich weiß nicht, ob man das schon mal bei RTL so gemacht hat. Grundsätzlich hat sich aber auch jedermann wirklich gut angestellt. Es ist gut mit dem Hund klargekommen. Ich bin ein richtiger Zielliebhaber. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefreut darüber. Aber man darf natürlich niemals vergessen, die Jenny, die ist Mama. Und deswegen hat das natürlich auch einen Grund, weil mit Hunden kann man ja auch sehen, wie die Männer sich so verhalten bei einem eventuellen Baby. Beim Kind muss man natürlich auch geduldig sein, fürsorglich sein.
Und das kann ich ja dann heute schon mal ein bisschen sehen, in welche Richtung das gehen wird. Und das hat man ihm eventuell gar nicht zugetraut, aber Ozan hat eine wirklich gute Figur gemacht. Der war sehr süß zu seinem Hund. Ozan Lucky 100%. Das hat Faust aufs Auge, das hat perfekt gepasst. Können wir so unterstreichen. Punkt, fertig. Komm her. Komm. Und ich weiß auch nicht genau, ob die Hunde überhaupt schon mal in ihrem Leben so einen Parcours gemacht haben oder ob die das jetzt einfach mit zufälligen Hunden gemacht haben. Die hatten auf jeden Fall alle nicht ganz so mega viel Bock darauf, aber es war trotzdem lustig und es ging ja auch um etwas komplett anderes. Es kam mir heute nicht drauf an, wie schnell ihr das macht, sondern wie geduldig ihr seid, wie feinfühlig ihr seid, wie ihr mit den Hunden umgeht. Und deshalb erster Platz, Neuner. Ein Applaus hier für den Champion. Ja, ich übergebe dir das. Danke, danke. Und am besten und fürsorglichsten angestellt, wie man gerade gesehen hat, hat sich also Finn. Das ist ja auch sehr gut, denn Finn ist ja auch durchaus ein Favorit von ihr, könnte man sagen. Vielleicht passt das ja dann ganz gut. Vielleicht stellt er sich dann als Papa ja auch gut an. Wer nicht ganz sicher ist, ob er sich als Papa gut anstellt, das ist der Adrian. Und der ist tatsächlich auch sehr ehrlich. Ja, aber mit Tieren ist schwierig bei mir, ne? Meine Mama sagt halt immer so, ja, Tiere sind wie Kinder und ich bin selber noch ein Kind gefühlt. Mhm. Da ist zu viel Verantwortung jetzt. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was man als Mutter dann nicht so gerne hören möchte, weil wenn ein Hund schon so viel Verantwortung ist, dann ist ein gerade neugeborenes oder gerade ein Jahr altes Kind eventuell auch eine kleine Hürde. Aber meinst du nicht, dass eine Freundin mit Kind dann auch nichts für dich ist? Und man muss auch hier an der Stelle wieder sagen, der Adrian, der redet wirklich nicht drumrum, der ist einfach ehrlich. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Lust, ein Stiefdaddy zu werden. Wobei die Aussage natürlich schon sehr hart klingt. Er hat das noch mal ein bisschen erklärt und dann wird es auch ein bisschen klarer. Also wenn das jetzt hier alles mit uns klappen sollte, bin ich natürlich die Bezugsperson für Keksi. So. Mhm. Aber ich finde, Vaterrolle soll Vaterrolle bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir so ist mit dem Dad. Aber wenn es nicht so sein sollte, nehme ich diese Herausforderung natürlich an. Ne? Und das hört sich natürlich alles schon okay an, aber auch nicht so optimal. Und die Jenny hat dann auch noch Zweifel, die sie auch direkt anspricht. Und sie bekommt auch eine direkte, ehrliche Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob dir vielleicht noch so 5 Jahre, sag ich mal, in denen du dich ausleben kannst, ja, ob dir die vielleicht noch fehlen. Ja, ich sag dir 100% ehrlich, ich weiß es selber nicht. Ja, und das war jetzt ein Gespräch, da fragt man sich am Ende, bedeutet das vielleicht schon das Aus? Bedeutet das, dass die beiden jetzt merken, dass sie nicht zueinander passen? Das werden wir natürlich weiter beobachten. Dann hatte die Bachelorette ein kurzes Gespräch mit Ozan und der war nicht ganz hundertprozentig ehrlich vermutlich, aber hat trotzdem mal so ein bisschen das Gebiet abgesteckt und ich glaube, das war auch nicht so die allerbeste Idee. Wie gehst du denn sonst so eigentlich so mit eifersüchtigen Männern um, die zum Beispiel besitzergreifend sind? Magst du überhaupt nicht? Mm-mm. Bist du so? Naja, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, aber du gehörst doch zu mir. Also ich will auch nicht, dass andere Männer dich angucken oder auf die Idee kommen, dich anzusprechen. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das war jetzt nicht unbedingt, da hat er sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Und auf der anderen Seite kann ich das auch als Mann nicht verstehen, weil wenn ich eine hübsche Frau habe und wenn ich eine Partnerin habe, dann gehe ich ja davon aus, dass ich die auch hübsch finde. Dann kann ich doch verstehen, wenn andere Männer die auch hübsch finden. Und solange ich meiner Partnerin vertrauen kann und das eine Beziehung ist, die auch Wert hat, dann braucht man sich ja auch keine Sorgen machen, wenn die vielleicht mal angesprochen wird oder so. Ich meine, wenn die dann am Ende wirklich untreu wird und dies und das und jenes, ja, dann war es auf jeden Fall die falsche. Ozan, ja. Der haut manchmal Sachen raus, wo ich mir denke, um Gottes Willen. So, dann stehe ich gerne wie so ein Fels hinter dir, sag Jungs. Ihr braucht erst gar nicht, irgendwie sie anzuschauen oder sie anzusprechen. Und ja, wenn er jetzt irgendwie gesagt hätte, er möchte sich als Beschützer aufspielen oder so, das ist natürlich schon eine Rolle, die ein Mann auch einnehmen muss. Ich meine, wenn es am Ende brennt, dann wird der Mann halt in die Schlacht geschickt. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen, ist halt so. Da brauchen wir uns auch nicht drüber streiten. Dementsprechend, das hätte er ja für sich nutzen können. Aber ich glaube, das andere mit dem Eifersüchtigsein war jetzt nicht so positiv.
Auch wenn er das selber nicht hundertprozentig genau verstanden hat. Und ist das eine schlechte Eigenschaft? Ja, geil finde ich es nicht. Warum nicht? Ich liebe dieses Warum nicht am Ende. Das ist einfach wie, das ist einfach wie in einem guten Film. Also das hat er wirklich stark gemacht und ja, keine Ahnung, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Dann kam es dazu, dass es noch ein Einzeldate im Anschluss gibt und man hätte vielleicht nicht unbedingt nach dem Gespräch damit gerechnet, aber Adrian hat das Einzelgespräch gewonnen. Hast du noch ein bisschen Zeit oder hast du was anderes vor? Also ich muss ganz kurz in meinen Terminkalender schauen. Ja, guck mal nach, dann kannst du noch mal sagen. Eine halbe Stunde können wir gerade so noch einplanen. Okay. Und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, also in dem Einzelgespräch kommen die sich auch wirklich nah, was ein bisschen komisch ist, weil eigentlich weiß Adrian ja gar nicht, ob er das überhaupt kann und er sagt das auch nochmal in einer sehr lustigen Art und Weise. Jenny und ich sind irgendwie sehr ähnlich, aber auch extrem unterschiedlich. Besser hätte ich es nicht formulieren können, aber obwohl es so ist, läuft es bei denen auf einmal wie geschmiert. Ich war halt immer nur so mit jungen Mädels zusammen. Die haben halt nur das Gefühl gegeben, so okay, für Bumsen bin ich gut genug, ich sehe gut aus und mehr auch nicht so. Aber ich habe halt mehr zu bieten als nur das. Denn wie ihr merkt, das Gespräch wurde auf einmal richtig deep und richtig, ja, vertraut und die beiden haben sich auch wirklich, ja, schon sehr stark angenähert. Die meisten Mädels haben mich halt auf mein Aussehen reduziert und Jenny gibt mir halt das Gefühl, dass sie halt wirklich an meiner Person interessiert ist, ob ich einen Bart habe, keinen Bart habe, Cut im Gesicht habe, mit Sonnenbrille bin, ohne Sonnenbrille bin, Haare geschnitten habe oder nicht. Und dieses Gefühl hatte ich bis jetzt noch nie. Und obwohl Adrian nicht so hundertprozentig sicher ist, ob er der Aufgabe des eventuellen Vaterersatzes gewachsen ist, trotzdem entwickelt sich zwischen den beiden so etwas wie eine, ja, Liebesspannung, oder wie sagt man? Du willst mich halt wirklich kennenlernen. Du stellst mir Fragen, die habe ich mir selber nicht mal gestellt. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eventuell relativ einfach ist, ihm Fragen zu stellen, die er sich selbst noch nicht gestellt hat. Wie dem aber auch sei, ich will keinen Streit provozieren. Es geht dann weiter mit so kleinen Aufgaben und es ging dann erstmal darum, sich gegenseitig in die Augen zu gucken. Sich so intensiv in die Augen zu gucken, ist sehr intim und ich hätte das definitiv nicht mit jedem so gekonnt. Mir wird da zum Beispiel einer einfallen. Ich glaube, mit Pedro hätte das nicht so gut geklappt. Ich glaube, der hätte sich beim Stummen in die Augen schauen versprochen. Aber es gibt auch noch eine andere Aufgabe. Küss das Körperteil, was du am liebsten an mir magst. Ja, und an der Stelle habe ich mich ganz kurz gefragt, ob das jetzt in Ordnung wäre, wenn man sagen würde, könntest du mal kurz die Hose ausziehen? Ich müsste mal ganz kurz an was ran. Aber nein, so eskaliert ist es dann am Ende zum Glück doch nicht. Es gab auf jeden Fall einen Moment, da wo man sich küssen hätte können. Und auf eine gewisse Art und Weise wurde sich auch geküsst, allerdings nicht auf den Mund. Der Adrian hat sich eine andere Stelle ausgesucht. Ich glaube, da war auch viel Respekt mit dabei. Und Angst. You're the best version that I've seen. Ah, das war süß. Aber, und das hat man, denke ich, gesehen, wenn man hingeguckt hat, der Adrian hat wirklich alles reingelegt in diesen Kuss auf die Hand. Und das hat Jenny natürlich auch sofort in jeder Zelle ihres Körpers gespürt. Der Handkuss war mit sehr viel Gefühl. Kriegst einen Backenkuss. Und immerhin, es gab dann einen Kuss auf die Backe zurück. Einen Kuss auf den Mund gab es allerdings nicht. Und da war Adrian auch ein bisschen zu, ja, ängstlich für. Ich habe mich nicht getraut, sie zu küssen. So diesen letzten Ruck, die Eier hatte ich nicht. Aber auch ohne ersten Kuss haben die beiden sich wirklich richtig gut verstanden und haben sich das auch gesagt. Ich mag dich. Ja, richtig auch. Ich kenne das nicht, dass ich ernste Absichten mit einer Frau habe. Damit war das Einzeldate dann aber auch vorbei und Adrian ist zurück in die Villa gegangen. Und dann wollten die Männer natürlich wissen, gab es einen Kuss? Das erste Kuss gefallen. Waren wirklich wundervoller Abend.
Ich hab sie irgendwie gern, Alter. Sie hat's mir angetan. So ehrlich muss ich sein, ja. Und man merkt hier, er ist dem Ganzen noch ein bisschen ausgewichen und hat die Frage nach dem Kuss nicht beantwortet. Aber die Männer haben natürlich nachgehakt. Ja, habt ihr euch jetzt geküsst oder nicht? Ich sag nichts dazu. Was? Ein Gentleman schweigt und genießt, sage ich mal so. Und ich habe mich an der Stelle schon gefragt, warum er das nicht einfach gesagt hat, dass es keinen Kuss gab, aber die Männer haben immer noch nicht locker gelassen. Nee, es war halt ein sehr, sehr intimer. Ja. Es war halt ein sehr, Kuss, sehr, ja oder nein? Aber es nein. War ein Kuss ist gefallen, ja, sagen wir so. Und jetzt müsst ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, denn wir sind natürlich an einer sehr speziellen Stelle. Denn es ist natürlich ein Kuss gefallen auf die Backe, aber die Männer meinten natürlich, gab es einen Kuss auf den Mund. Also was würdet ihr sagen? Ist Adrian hier ein Lügner oder ist Adrian nur jemand, der nicht ganz die Wahrheit gesagt hat? Wobei er das dann zumindest bei manchen Männern, nicht bei allen, ein bisschen besser aufgeklärt hat. Die hat mich hier hingeküsst. Aber so vom Gefühl her wäre da gewesen? Ich hätte nur so machen müssen. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr die Sache seht. Und wir werden dann natürlich auch später nochmal drauf zurückkommen. Ein paar Männer wissen jetzt also, dass es gar keinen richtigen Kuss gab. Aber wie gesagt, das wissen nicht alle. Dann kommen wir zum nächsten Tag und da gibt es wieder ein Gruppendate. Und das ist auch ein echt schönes. Ich würde auch mal gerne auf so ein Boot. Ich darf heute mit den Jungs auf dem Katamaran fahren. Auf einem sehr großen Katamaran. Und wir genießen den Tag auf dem Meer und in der Sonne. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, die hatten schon viel Spaß auf so einem Boot. Es ist natürlich auch Alkohol geflossen und sie hatten natürlich auch wieder die ganzen langweiligen Einzelgespräche. Also man müsste doch auch dann in der vierten Woche auch als Mann mal ein bisschen, ja, irgendwie... Man kann doch nicht immer über so langweilige Dinge reden, oder? Wie sieht es denn jetzt so bei denen aus, die nächste Zeit, die nächsten Jahre? Also ich werde die nächsten Jahre definitiv in Berlin bleiben und ich habe ein Baby. Ja, das war wirklich eine sehr gute Frage und eine sehr interessante Antwort. Das hätte man sich nicht von alleine denken können. Also dieses Gespräch war ja auch komplett nutzlos eigentlich. Aber immerhin hatte die Jenny Spaß auf dem Boot. Ich glaube, bei den Gesprächen nicht unbedingt. Dem Wasser, der Sonne, Weinchen. Es war richtig schön. Es hat mich auch ein ganz kleines bisschen an früher erinnert, an meine Partyzeiten. Aber es war natürlich ganz anders, weil normalerweise date ich ja nicht 7 Männer gleichzeitig. Jenny scheint also eine ziemlich wilde Partyzeit hinter sich zu haben und das sei ihr natürlich auch gegönnt. Sie hatte noch ein Einzelgespräch mit Jesaja und das ist tatsächlich doch ein bisschen interessant. Und ja, natürlich hat der Mann sich auch mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Wer ist das für dich? Ich habe gehört, es gibt ein paar Männer, die so von vornherein sagen, wenn da irgendwie ein Kuss fällt, dann ist es... vorbei. Und ich frage mich wirklich, welche Männer das gesagt haben sollen. Und vor allen Dingen würde mich sehr interessieren, ob die wirklich dann auch die Eier haben und wirklich freiwillig gehen, wenn der erste Kuss gefallen ist, weil das glaube ich nämlich auch nicht. Aber ich meine, wenn du zur Bachelorette gehst, dann darfst du mit sowas doch auch keine Probleme haben. Ich meine, diese Frau soll sich irgendwie zwischen 20 Männern verlieben. Natürlich muss man sich da auch mal den einen oder anderen raussuchen und küssen und gucken, ob das passt, oder? Bei mir ist es anders, aber aus dem Grund, dass ich mir einfach bewusst bin, worauf ich mich eingelassen habe, weißt? Und es ist halt irgendwo deine Aufgabe, die du an dich selbst gestellt hast. Wer passt hier zu mir? Und da gehört Küssen halt einfach dazu. Ich kann mich dem wirklich nur anschließen und alles andere halte ich auch für vollkommenen Schwachsinn. Auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen böse klingt, aber... Natürlich soll die küssen. Meine Güte, da kannst du dich doch nicht dann beschweren hinterher. Ich war noch nie auf einem Katamaran und fand's einfach traumhaft. Es wird ein Kampf um Leben und Tod, um Jenny. Aber trotzdem, sie hatten alle auf diesem Katamaran eine wirklich schöne Zeit und wenn man die Bilder sieht, wird man auf jeden Fall auch ein bisschen neidisch. Dann hat der David noch kurz das Einzelgespräch gesucht und ich sag mal so, er ist auf jeden Fall der erfolgreichste Korbsammler des Tages. Bei mir sagen würdest, das gefällt dir nicht oder du machst dir da Sorgen zum Beispiel? Also so, wenn wir sprechen, fühle ich mich wohl und ich finde, du bist... ein interessanter, liebevoller Mann. Aber
gemacht habe. Irgendwie ist die Anziehung noch nicht so da. Ja. Dann war das Gruppendate aber auch wieder vorbei und es gab tatsächlich noch ein Einzeldate für den Gianluca. Und die beiden haben sich wirklich gut verstanden. Die haben wirklich, ja, auch gute Gespräche geführt. Und so grundsätzlich stimmt es schon zwischen den beiden. So, das ist immer noch kein Hochdeutsch. Aber ist geil, ja. Dadurch, dass wir alleine waren, war das nochmal eine ganz andere Situation. Und hat sie mich einfach ein bisschen anders wahrgenommen. Ich konnte sie ein bisschen anders wahrnehmen. Aber ich muss auch ehrlicherweise gestehen, auch wenn es vielleicht so eine gewisse Vertrautheit zwischen den beiden gibt, für mich kommen da immer so ein bisschen diese Gefühle rüber von großer Bruder, kleine Schwester. Ja gut, dann auf einen sehr schönen Abend. Dankeschön. Danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Ja, danke, dass du Zeit mit mir verbringen wolltest. Also vielleicht liege ich ja auch falsch, aber ich würde wirklich sagen, der Mann ist in einer Friendzone gelandet. Also alles andere würde mich wirklich sehr, 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 sehr verwundern. Und auch die Verabschiedung, diese Umarmung, die sieht schon distanziert aus, oder? Mit Jesaja würde die sich nicht so umarmen. Dankeschön. Tschüss. Danke dir auch. Danke. Komm gut nach Hause. Ja, bis bald. Aber vielleicht entwickelt sich das ja doch noch anders und ich werde Lügen gestraft. Das soll natürlich auch passieren. Ich würde es dem Gianluca natürlich auch gönnen. Und damit sind wir dann auch schon angekommen in der Nacht der Rosen. Und da gibt es diesmal auch ein ganz, ganz komisches Motto. Heute ist die vierte Nacht der Rosen und für heute gibt es ein ganz besonderes Motto. Wir haben eine Full Moon Party. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon Halbzeit haben. Ja, also es gibt irgendwie eine Full Moon Party. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ob das so ein thailändisches Ding ist. Die sind auch alle jetzt so ganz komisch im Gesicht angemalt. Und ja, ich meine, wenn es Spaß macht am Ende des Tages, bin ich natürlich immer offen für sowas. Auch wenn ich das irgendwie ein komisches Motto finde. Schön, cheers, dass ihr da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Cheers. 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 Ich war hyped. Ich bin hyped. Herzlich willkommen auf unserer Full Moon Party. Geil, ich fühl's. Aber nachdem dann die erste Party vorbei ist und man Gespräche führen kann, gibt es ein sehr dringendes Gespräch, denn ein Kandidat möchte freiwillig gehen. Aber ich hab's so gemerkt, wenn wir reden, haben wir halt überhaupt gar keinen Bezug zueinander. Also yeah. Auch, ich sehe das auch zu anderen. Ja, die Gespräche fallen halt ein bisschen schwerer, ne? Ja, wenn wir reden, das ist nicht so natürlich, sondern es ist ein bisschen anstrengend. Und ich finde auch, dass er einen sehr, sehr starren Blick drauf hat. Könnt ihr gerne mal drauf achten. Sieht schon ein bisschen creepy aus, oder? Aber nichtsdestotrotz, für ihn ist die Bachelorette vorbei. Von daher würde ich halt einfach hoffen, dass du verstehst, dass das für mich halt... Ja, also für möchtest mich, du gehen? Ja, für mich macht es an der Stelle keinen Sinn. Ja. Damit ist also der erste Kandidat für heute raus und ich hoffe, ihm folgen noch mindestens 5 andere. Und ihr wisst ja auch schon, ich bin ja kein großer Fan von den Einzelgesprächen, weil die irgendwie immer langweilig sind. Und RTL hat mir den Job jetzt einfach abgenommen. Ich glaube, die fühlen das genauso. Die haben einfach ein Best-of von den langweiligsten Einzelgesprächen geschnitten. Viel Spaß. Wie geht's in Ordnung? Ja, soweit. Und bei dir? Und ja, ich wollte heute noch mal die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Was möchtest du wissen? Was willst du erzählen? Jenny, erzähl mir Markus. Doch mal. Markus. Ja, cheers. Ey, ich weiß selber ab und zu nicht, was ich sagen soll. Und auch ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist wirklich krass, wie langweilig manche Männer einfach sind in den Einzelgesprächen. Das ist einfach kaum zu toppen. Ein Einzelgespräch, das nicht so unfassbar langweilig war, das war das zwischen der Jenny und dem Adrian. Und das hat dann auch mit einer sehr innigen Umarmung geendet. Ey, Abo! Hast du gesehen? Wen? Hast du Umarmung gesehen? Nee. Warum? Und nicht nur im Einzeldate, sondern auch jetzt läuft es zwischen Adrian und der Jenny wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube, der Adrian ist gerade dabei, sich zu verlieben. Ich habe einen Cut im Gesicht, meine Haare waren nicht gemacht und ich war am Schwitzen wie ein Schwein. Sie juckt das halt gar nicht. Sie interessiert sich halt wirklich für mich. Ey, Bro, lass mal woanders hingehen. Ich glaube, ich muss heulen, wa?
Echt? Ich schwöre es dir, Bro. Der Adrian wird richtig emotional und der ist richtig berührt im Herzen und ich glaube, der ist dabei, sich zu verlieben. Ist ja auch ein bisschen süß, oder? Ey, Bruder, ich schwöre es dir, die hat's mir angetan, ja? Ey, das ist nicht normal, Bruder, ich kenne mich gar nicht so. Und dann saßen alle zusammen und Adrian hat diese Situation nochmal genutzt und hat sich nochmal die Bachelorette rausgenommen für ein zweites Einzelgespräch. Und darüber waren manche Männer so ein bisschen, ja, genervt. Und dann kam nochmal das mit dem Kuss zur Sprache. Was? Er hat ja gesagt, er hätte noch so machen müssen. Er hat sie nicht gesagt. Warum lügt er da? Er hat doch gesagt, Kuss ist gefallen. Nein, er hat gesagt, er hat uns verarscht. Und jetzt weiß Ozan, dass gar kein Kuss gefallen ist und weil er sich dachte, ja, warum lügt er denn rum, ist er einfach mal straight zu Jenny und dem Adrian gegangen, um ihn damit zu konfrontieren. Hast du beim letzten Mal nicht gesagt, dass der Kuss gefallen ist? Ja. Jungs, sag mal, weil du hast hier auf den Kuss bekommen. Aber das ist kein richtiger Kuss. Ist kein Kuss hier? Das ist kein richtiger Kuss. Ja, und jetzt wird die Situation tatsächlich sehr unangenehm, weil Jenny sitzt daneben. Jetzt kommt raus, dass der Adrian so ein bisschen geflunkert hat oder nicht ganz die Wahrheit gesagt hat und ja, wird so ein bisschen bloßgestellt. Ich habe in der Gruppe gesagt, es ist kein Kuss auf den Mund gefallen. Ach so, hast du gesagt? Habe ich gesagt. So. Und Jungs haben was anderes gesagt, deswegen. Komm auf. Ich wollte nur kurz fragen. Oh, 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 da ist auf jeden Fall ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Und die Jenny, die dachte sich in dem Moment auch nur, Bruder muss los. Ich hol mir jetzt einen Wein. Ja. Das war ja sehr unangenehm. Ich habe versucht abzulenken. Ich finde es aber auch gut, dass Ozan was gesagt hat, weil sonst wüsste ich nicht, wie Adrian über mich bzw. die Situation spricht. Jetzt lief es die ganze Folge zwischen Adrian und der Jenny so gut und jetzt ist gefühlt alles wieder kaputt. Und ich finde es schon nicht so cool, so eine Situation offen zu lassen und die andere Männer glauben zu lassen, dass ein Kuss gefallen ist, obwohl es halt nicht so war. Jetzt könnte man natürlich meinen, gut, Situation ist gegessen, aber nein, der Adrian ist dann durchaus ein bisschen aufbrausend geworden und der hat sich erstmal den Ozan rausgezogen. Komm. Machst du das extra oder? Nein, Digga, aber warum lügst du uns denn an, Digga? Bruder, ich habe nie in meinem Leben gesagt, es ist ein Kuss auf den Mund gefallen. Und man muss zustimmen, er hat nicht gesagt, dass der Kuss auf den Mund gefallen ist. Also da hat er nicht gelogen. Aber jeder meinte ja, ob das einen Kuss auf den Mund gegeben hat. Also hat er ja irgendwie doch gelogen. Es ist ein bisschen verwirrend, oder? Und der Gianluca, der kümmert sich in der Zwischenzeit um Jenny und stellt eine ziemlich gute Frage. Wie ist es für dich jetzt gerade? Unangenehm ist, glaube ich, gar kein Ausdruck. Und nicht nur, dass es peinlich war, jetzt streiten die sich auch noch richtig. Und es wird noch unangenehmer. Du hast mich und dich gerade lächerlich gemacht. Danke dir dafür. Du hast mich gerade vor ganz Deutschland blamiert. Vielen lieben Dank, Bro. Dankeschön. Aber die beiden waren natürlich trotzdem vernünftig genug. Es gab keine Klopperei. Die sind dann nochmal zur Seite gegangen, haben unter vier Augen geredet. Aber so richtig beruhigen konnte sich der Adrian dann doch nicht. Holla, Peach, ja. Ich bin von Adrian auf jeden Fall enttäuscht, weil er hat das nicht nötig. Ich schäme mich halt extrem, ne? So, das ist voll das kindische Verhalten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es gut, dass Adrian hier zumindest im Nachhinein sich auch ein bisschen reflektiert hat und gesagt hat, dass es auch von seiner Seite aus ein bisschen unangenehm war. Und jetzt auch die große Frage, was sagt ihr dazu? Ist der Ozan jetzt irgendwie blöd gewesen? Hätte er das nicht machen sollen? Ich meine, ich kann schon verstehen, warum er das gemacht hat. Ich meine, immerhin ist es ja auch so eine Art Wettbewerb um die Bachelorette. Aber damit ist das Thema dann auch abgeschlossen und wir kommen zur Rosenvergabe. Und es ist natürlich wie immer nur noch eine Rose da und das große Problem ist, der Adrian hat immer noch keine bekommen. Fliegt er jetzt eventuell deswegen raus? Bis jetzt habe ich vor allem deine Ehrlichkeit geschätzt und ich hoffe, dass ich auch weiter darauf bauen kann. Die letzte Rose geht an Adrian.
Aber natürlich nicht. Der Adrian hat seine Rose noch bekommen und wir können jetzt durchaus spannend sein, wie es dann in der Geschichte weitergeht. Rausgeflogen sind leider Pedro und Olli, wobei man ganz ehrlich sagen muss, ja, das tut jetzt auch nicht so wirklich weh. Also zumindest halt für alle anderen nicht, für die beiden vielleicht schon. Pedro, Olli, kommt ihr noch zu mir nach vorne? Es tut mir leid. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Und was ich gesagt habe, habe ich ernst gemeint. Und auch wenn die beiden jetzt nicht so überraschend rausgewählt worden sind, wobei man ehrlicherweise sagen muss, da gibt es auch noch 5 andere, die im Grunde niemanden interessieren, der Pedro konnte es nicht ganz so verstehen. Ich habe es nicht erwartet, dass es doch so früh ist, aber gehört wohl dazu. Man lernt aus Erfahrung. Viel Spaß mit deinem. Und auch wenn sein Einzeldate ein bisschen ulkig war, der Pedro ist ja trotzdem auch ein sympathischer Typ. Und auch der Olli ist leider raus, aber auch der wird damit klarkommen. Es hätte einfach noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, vielleicht auch ein Einzeldate. Und von dem her, ja, ist es jetzt halt, wie es ist und das Leben geht weiter. Und damit haben wir heute auch glücklicherweise mit demjenigen, der freiwillig gegangen ist, 3 Männer verloren. Und falls ihr gerade hingehört habt, es ist schon Halbzeit. Es gibt bei der Bachelorette nur 8 Folgen und wir sind schon in der 4. Das bedeutet, es kommen nur noch 4 Folgen. Ich finde, langsam sollten die echt mal ein paar Männer rausschmeißen. Das sind immer noch zu viele, meiner Meinung nach. Aber die Folge ist jetzt vorbei und deswegen gucken wir natürlich auch, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich bin enttäuscht, weil ich das nicht gefühlt habe, was ich fühlen wollte. Das Spiel ist gerade komplett mal offen. Das war die größte Muschi-Aktion. Auf das alles habe ich keine Lust. Ist da gerade der tatsächlich erste Kuss der Staffel gefallen? Da können wir auf jeden Fall auf die nächste Folge gespannt sein. Auch wenn die Jenny so ein bisschen grummelig ist. Ich will einen Mann normal kennenlernen. Und ich will, dass man aneinander vertrauen kann. Du hast sie halt herbe geschickt damit, ne? Was genau mit all dem gemeint ist und was es mit dem Kuss auf sich hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge nächste Woche. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video. Lasst mir Support da. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.